what would I do without your smart mouth? Herzlich willkommen, liebes Brautpaar. Wir sind alle glücklich, euch an diesem wunderschönen Tag zu sehen. Und der Tag ist wirklich wunderschön. Das Wetter spielt heute mit. Das freut uns. Heute ist euer Hochzeitstag. Der Tag, auf den ihr euch unheimlich intensiv vorbereitet habt. Der Tag, auf den ihr euch so sehr gefreut habt. Standesamtlich seid ihr schon verheiratet. Alex hat endlich ausgesprochen, was er schon seit ein paar Tagen sagen wollte und fühlte sich erleichtert. Und Vika, sie war einfach überrascht. Und ihre Antwort kennen wir ja, denn sie führte uns alle heute zusammen. Diesen wunderschönen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen, sagte sie. Damals, im Jahr 2008, kam Alex mal früher ins Jugendzentrum. Als ob eine unsichtbare Kraft führte ihn dahin, um die zwei Seelen zusammenzuführen. So begegnete er seine Liebe. Ist das Zufall oder Schicksal? Schicksal von zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind und sich ganz genau an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit begegnen und zusammenfinden. Ja, das Schicksal. Das Schicksal lässt uns begegnen, aber etwas daraus machen müssen wir selbst. Liebe Victoria, darum frage ich dich, gehst du diesen Schritt aus reiflicher Überlegung und aus weichem Entschluss? Willst du Alex lieben und achten in guten und in schlechten Zeiten und ihn so annehmen, wie er ist, wie er geworden ist, wie er sein wird? Dann antworte bitte mit Ja. Liebe Gäste, bevor das Brautpaar jetzt die Eheringe sich gegenseitig ansteckt, möchte ich Sie bitten, die Eheringe zu segnen. Liebe Victoria, lieber Alex, ihr seid jeder für sich einzigartig. Aber zusammen ein Team, eine Familie, beste Freunde, Liebende. Wir wünschen euch und wir wissen alle, ihr werdet noch viele schönste Tage haben. Und wie ihr schon selber sagtet, wir müssen nicht, wir brauchen nicht, wir möchten ganz einfach verheiratet sein. In diesem Sinne, lebet, liebet, lachet.